Klassik Stiftung ist mit dem Labor Digital bei Museum 4.0 dabei. Wir untersuchen die Gelingensbedingungen für digitale Vermittlungsformate in und außerhalb von Museen. Unsere Gäste kommen mit vielfältigen Interessen und Bedürfnissen. Die zentrale Frage für uns ist also, wie können wir unserem diversen Publikum durch digitale Formate Teilhabe am Weimarer Kulturschatz bieten? Und zwar vor, während und nach dem Besuch. Dazu entwickeln wir erstens eine Augmented Reality-Anwendung für eines unserer historischen Häuser, die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Das digitale Tool antwortet auf das Bedürfnis unserer Gäste während des Besuchs vor Ort. In Augmented Reality können zukünftig ausgewählte Bücher aus dem Regal genommen werden. Zweitens möchten wir mehr über die Bedürfnisse unseres digitalen Publikums herausfinden. Die historischen Bücher dürfen beim Besuch nicht einfach aus den Regalen genommen werden. Um zukünftig unmittelbar vor Ort mehr darüber zu erfahren, was sich hinter den Buchrücken verbirgt, kann ich exemplarisch an zwei der Regale herantreten und dort jeweils drei Bücher in Augmented Reality aus dem Regal holen. Die Auswahl der sechs Bücher erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. An den digitalen 3D-Büchern lassen sich auf meinem Screen die Einbände von allen Seiten betrachten. Darunter sind zum Beispiel Ledereinbände mit Goldprägungen. Oder auch ein Einband, der aus einer recycelten mittelalterlichen Handschrift besteht. Bei Interesse an einer Vertiefung nach dem Besuch kann ich die Bücher in ein virtuelles Regal stellen. Von dort gelange ich zum komplett digitalisierten Buch in den digitalen Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Wir gestalten in unserer Buchbinderei spezielle als Marker funktionierende Schachteln, die direkt neben die zu animierenden Bücher ins Regal gestellt werden. An diesem Beispiel aus dem Entwicklungsprozess zeigt sich im Kleinen, analog und digital müssen zusammengedacht werden. Um die Verbindung von analog und digital zu erforschen, entwickeln wir ein Evaluierungstool für unsere Online-Angebote. Oft haben wir nur statistische Erhebungen, die wir mit den gängigen Analyse-Tools abfragen können. Aber warum ein Video beispielsweise nur sehr kurz angeschaut wird und was es braucht, damit die Nutzerinnen das Vermittlungsangebot wahrnehmen, wissen wir dadurch nicht. Unser Ziel ist daher eine qualitative Forschung, um mehr über individuelle Interessen und Motive der Nutzerinnen herauszufinden. Dabei analysieren wir das digitale Vermittlungsformat selbst, aber auch die gewählten Kanäle. Für uns noch wichtiger ist aber der direkte Kontakt zu den digitalen Nutzerinnen. Wir fragen nach Feedback zu ihren Erfahrungen mit dem Angebot. Das neu entwickelte Evaluierungstool soll spielerisch funktionieren. Es soll die Möglichkeit geben, Videos zu stoppen und Kommentare direkt einzugeben. Die direkte Evaluierung von Videos ist beispielsweise eine der Innovationen, die über das klassische Angebot von Online-Fragebögen hinausgeht. Wir sind neugierig, in der anstehenden Umsetzungs- und Testphase beider Teilprojekte Antworten darauf zu finden, wie digitale Vermittlung in und außerhalb von Museen gelingen kann. Wir freuen uns, mit anderen Kulturinstitutionen über die Möglichkeit einer Nachnutzung in Austausch zu kommen.